Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990. Gut 500 Kilometer bis Bamberg, 8 Stunden im Bus. Zeit vertreiben oder Zeit nutzen? Also die Trainer natürlich nutzen auf jeden Fall die Zeit, um das natürlich nächste Spiel schon vorbereiten. Wir haben 2 Spiele in 3 Tagen, das heißt, wir müssen da natürlich auf dem Bus arbeiten. Jetzt ist die Vorbereitung gerade mit Baunach abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns auf Rother vorbereiten. Also die Trainer, die Spieler nutzen die Zeit eher, um zu schlafen, sich auszuruhen, regenerieren. Wir haben heute in der Früh noch trainiert und haben jetzt, glaube ich, so ungefähr 8 Stunden Busfahrt vor uns. Und dann geht es ins Hotel und dann werden wir auch da uns ausruhen, um morgen früh wieder zu trainieren. Die Personalsituation ist angespannt. Wer kann mitfahren? Der Bus ist zwar gefüllt, aber mit vielen Kranken und Verletzten gerade. Gerade vor allem Donald Lawson, der zwar jetzt mitfahren wird, aber mit mir, ob ein Einsatz zustande kommt, am Freitag ist fraglich. Er hat eine Magen-Darm-Grippe gehabt oder hat sie immer noch. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir ihn einsetzen können, ob wir ihn einsetzen können. Achan Ajay ist ebenfalls dabei, aber wird nicht spielen, hat immer noch Knieprobleme. Dasselbe eben auch mit Josh Young. Jeremy hat Rückenprobleme, also wir sind gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aber jetzt heißt es kämpfen und jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren gegen Baunach und dann schauen wir, was am Sonntag möglich ist. Die Baunach Young Pikes. Jung und talentiert, auch sehr gefährlich. Baunach hat unheimlich viel Talent in der Mannschaft, vielleicht mit die talentiertste Mannschaft in der Liga. Vor allem halt werden wir da bestimmt sicher in den nächsten Jahren 1, 2 Spieler auch in der Nationalmannschaft sehen. Haben sehr, sehr gute junge Talente, aber auch sehr gute ausländische Talente mit der Nikolic und dem Litauer. Deswegen, also das ist eine Mannschaft, die kann jede Mannschaft in der Liga schlagen. Wir dürfen sie aber nicht ins Spiel kommen lassen. Wenn man die spielen lässt, dann sind sie wirklich gefährlich. Jump um 19.30 Uhr. Was erwartest du morgen von deinem Team? Ich denke, wir müssen 40 Minuten, 15 Minuten kämpfen. Also wir spielen auswärts, das ist immer schwierig. Nach so einer langen Trip, wir müssen einfach in der ersten Minute bereit sein, rausgehen und denen vor allem auch zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das von der ersten Minute und das aber auch bis zur letzten Minute, weil das auch ein Team ist, die mal schnell 10 Punkte aufholen kann mit ihren gefährlichen Schützen von außen. Einfach ein sehr junges Team, die ohne die befreit aufspielen. Die haben nichts zu verlieren und das macht sie auch so gefährlich. Mehr als 50 Rasta-Fans begleiten euch. Wie wichtig ist euch dieser Support? Jeder einzelne Fan ist immer wichtig. Also wir freuen uns über jede Unterstützung, vor allem natürlich jetzt schon in Baunach. Das ist Wahnsinn, dass schon so viele Fans an einem Freitagabend mit auf so ein Spiel fahren. 500 Kilometer entfernt, das ist toll. Und wir hoffen einfach, dass wir den Fans ein gutes Spiel liefern können und auch da einen Sieg einfahren können. Vielen Dank, Andreas, und alles Gute fürs Wochenende. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.